Led und X27, Let's Dance-Kandidat Jonas Zaru gar nicht tanzen. Let's Dance wird für Jonas Zaru eine richtig große Herausforderung. Der Influencer darf in wenigen Wochen die Tanzschuhe auspacken und loslegen, gemeinsam mit Sharon Batiste, 31, Abdel Karim, 41, und Anna Emakova, 22, ist der TikTok-Star Teil der neuen Staffel der beliebten TV-Show. Der 24-Jährige ist schon Feuer und Flamme für das große Abenteuer, und das, obwohl Jonas wirklich gar nicht tanzen kann. Das verriet der Webstar zuletzt im Interview mit Bild. Demnach ist der Lockenkopf ein echter Amateur auf dem Parkett, ich habe ein bisschen Angst oder eher Respekt. Ich hoffe, ich trete niemandem auf den Fuß. Jonas erklärte aber auch, dass er eigentlich recht sportlich sei und sich deshalb auch auf die Tanzproben freue, das Training wird sehr intensiv. Während er beim Tanzen noch einiges an Nachholbedarf hat, macht Jonas bei TikTok niemand so schnell etwas vor. Der Frankfurter gehört zu den erfolgreichsten TikTokern Deutschlands, fast 50 Millionen Menschen folgen ihm auf der Plattform. Dort postet er vorrangig lustige und kreative Clips.